Zwischen Hamburg und Berlin liegt die Kleinstadt Wittenberge in Brandenburg. Jens Knauer ist hier Leerstandsmanager. Mit einem Kreativwettbewerb möchte er wieder Leben in leere Geschäfte bringen. Unsere Einkaufsstraße ist über 750 Meter lang, ist ein Boulevard und wir haben hier nicht nur A-Lagen, sondern B- und C-Lagen und teilweise Leerstände, die schon mehrere Jahre existieren. Und mit diesem Bundesprogramm haben wir uns vorgenommen, diese wieder zu aktivieren. Finanziert aus Bundesmitteln konnten sich Menschen mit kreativen Geschäftsideen für die Förderung bewerben. Zu den insgesamt 4 Gewinnern zählt Claudia Holm mit ihrer Markthalle 50. Das Konzept ist, dass alles, was hier verkauft wird, im Umkreis von 50 Kilometer um uns herum hergestellt, angebaut oder gemacht wird. Das heißt, es ist regional ein bisschen auf die Spitze getrieben, was es am Anfang ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber jetzt wirklich gut läuft. Ein Konzept, das überall funktioniert, glaubt die gelernte Hotelfachfrau. Seit 2023 hat sie in der Region bereits 2 Läden eröffnet. Jetzt kommt der 3. in Wittenberge. Es kostet nicht viel, die Möbel sind gebraucht. Wir kaufen ausschließlich nur gebrauchte Sachen. Man muss nicht zu viel investieren, weil die Regale sind gemietet. Ja, also fällt dieser große Wareneinkauf erstmal weg. Also ich denke, es klappt überall. Jetzt müssen nur noch die Gäste und Kunden das auch denken. Anfragen zu ihrer Markthalle 50 hatte Claudia Holm schon aus Bayern. Denn gegen Leerstand kämpfen Kleinstädte in ganz Deutschland, von Kiel im Norden bis Weinheim im Süden. In Wittenberge will man 2025 ein erstes Fazit ziehen, ob sich die neuen Geschäfte etabliert haben.